Alte Karren, will kein neues Auto haben. Können ja andere gerne fahren, mir ist egal, was andere machen. Doch ich steh halt auf Oldschool, deshalb fahr ich Klassiker. Ich liebe alte Autos, egal was andere sagen. Die Formen und die Farben, das sind Kunstwerke, die fahren. Ich werde nie verstehen, wie man das nicht sehen kann. Ist ja auch egal, jedem sein Ding. Doch weil ich alte Autos fahr, werd ich heute schon beschimpft. Mein Oldtimer macht vielleicht mehr Dreckpartikel, doch dein E-Auto ist nur ein Wegwerfartikel. Nicht gerade nachhaltig, was ihr da so macht, wenn ihr jedes Jahr ein neues Plastikauto fahrt. Ja, moin zusammen. Was ein Wetter. Ist das schick. Und trotzdem ruft die Arbeit. Ich wollte ja zurückrufen, aber hat darauf bestanden, dass ich das noch mache. Also von daher. Ja. Heute mal wieder T5. Mal gucken, ob wir das Ding jetzt mal langsam ans Laufen kriegen. Den bringen wir nachher weg. Das kriegen wir hier nicht hin mit dem Motor und dem Getriebe gleichzeitig rausziehen. Winkel halt, ne? Du musst halt den Motor und das Getriebe so ankippen, um den vorne aus dem Motorraum rauszukriegen. Und da ist eine Bühne einfach besser. Motorkran, Mercedes einpacken und dann geht er auf die Bühne und dann kriegt er einen neuen Motor. So, wollen wir mal gucken. Hoffentlich springt das Ding auch an. Auf geht er schon mal. Ach ja. Er verliert auch irgendwo, wie gesagt, Spannung. Der klaut Strom. Anspringen ist also nicht das Problem, ne? Witzigerweise klaut er jetzt auch keinen Strom. Das ist sehr seltsam. Rückfahrkamera hat ja was, ne? Katze, lauf. Lauf, Mensch. Das Einzige, was ich an dem Auto wirklich abgewinnen kann, ist der 5-Zylinder-Sound, ne? Mag ich ja. Ich habe einen T4 gehabt, Benziner, 2,5 Liter. Ich glaube 110 PS haben die Dinger oder sowas. Der war links so ein bisschen gemacht von Oettinger. Und der gefiel mir ganz gut. Vom Sound her. Vom Verbrauch nicht. Da konntest du echt Drehzahlmesser und Tankuhr synchron schalten. Wenn du richtig Gas gegeben hast, vor allen Dingen auf der Autobahn. So, wollen wir den mal auf Rampen setzen, weil ich habe keinen Bock in einer dunklen Halle jetzt zu arbeiten, beziehungsweise in der Garage. Das mache ich hier draußen. Und siehe da, ein Marder. Ja. Ja, das war ein Marder. Und wenn er das gemacht hat, hat er auch noch mehr gemacht. Das scheint ein Sondenkabel zu sein. Da ist noch eine Sonde, das ist die Abgastemperatur. Das sind die beiden Unterdruckschläuche, die muss ich gleich mal abnehmen. Die am Partikelfilter dran sitzen. Partikelfilter-Sonde auf der Rückseite. Das scheint die Leitung zu sein. Nicht der Differenzdrucksensor, der ist hier oben. Temperatursensor vielleicht nach Partikelfilter. Auf jeden Fall liegt da unten ein Kabel, eine Leitung. Moment. Ah. Seht ihr die Leitung da, die da irgendwo rüber geht? Ich glaube, das ist die.
Wäre plausibel. Sieht nämlich ähnlich aus wie der Kollege hier. Ja. Hier drüben kommt aber auch nichts mehr an in der Form. Also von daher gehe ich mal davon aus, das ist die Rückseite vom Partikelfilter. Ja, wenn er da natürlich keine Werte kriegt, dann knallt er den Partikelfilter raus, den Turbo raus. Ja. Schick. Was haben wir denn hier? Hier oben ist auch noch eine Leitung. Ja, die habe ich gerade rausgezogen. Ja. Hier ist irgendwas dran. Da kommt es jetzt von hier oben auch nicht mehr dran. Ja, dann würde ich sagen, die beiden Unterdruckschläuche, das ist der Differenzdrucksensor. Vor und nach Partikelfilter, den Druck messen. Das tut er hier. Die beiden Leitungen nehme ich auch runter. Den Partikelfilter von unten mal angucken. Vielleicht rausnehmen. Vielleicht lässt sich, ja, ich glaube, das Kabel wird sich nicht reparieren lassen. Das ist wieder so Sondenkabel. Sehe ich schwarz. Hat aber auch schön genagt, ne? Das hat geschmeckt. Ja gut, auf dem Land, ne? Obwohl ich das Ding echt, ich habe eine Motorwäsche gemacht. Genau aus dem Grund. Ja. Ja, das ist das einzige Plausible. Da hinten auf der Rückseite. Auf der Rückseite vom Partikelfilter kommt noch eine Leitung raus. Und die hängt hier unten irgendwo rum. Die geht auf die andere Seite. Wird runtergefallen sein. Ich guck mal, ob ich die da rauskriege. Ich habe nochmal so einen neuen Greifer. Einmal ist ein Greifer. Auf der anderen Seite ist ein Magnet. Finde ich gut. Da hat sich einer mal Gedanken gemacht. Allerdings bleibt man auch mit überall damit hängen. An allem, was magnetisch ist. Okay. Ja, ich glaube, wir haben den Verdächtigen. Ja, das ist er, die Rückseite. Temperatursensor, Rückseite. Nett. Finde ich gut. Ich meine, das finde ich natürlich nicht gut, dass er kaputt ist, sondern ich finde gut, dass ich das rausgefunden habe. So, wo haben wir den? Hier haben wir den. Das wird es ja wohl geben, das Ding. Ja. Das lose Ende. Der sitzt hier oben, sitzt ja am Turbo, klar. Unten am Auspuff, auch klar. Das bedeutet Untergrundarbeit, wie schön. Ja. Könnte jetzt ein bisschen kleiner werden, das Bild, weil Rückkamera. Muss gucken, wo ich hinfilme. So, wo haben wir dich denn? Da. Ja, cool. Okay. Oh.
ist lose. Da ist auch lose. Mal gucken, wie wir den da rauskriegen. Puh. Gibt es denn irgendwo eine Möglichkeit, den da rauszuziehen? Ach, da. Doch. Ja. Daran fest. Das war klar, oder? So, was hängt jetzt hier noch? Lambda-Sonde und habe ich schon abgenommen. Hier ist ein Stecker. Hä? Oh Gott, ich hasse dieses Auto. Überall Kabel. Und das im Auspuff. Also, das überflüssigste Teil überhaupt in einem Diesel. Gott, ist das unschön. Ja, die Seite nach Turbo sieht schon mal gut aus hier, ne? So interessant, dass es hier schwarz ist und hier nicht. Hm? Keine Fragen mehr. Was für ein Müllhaufen diese Karre. Ehrlich, ey. Nicht die Karre speziell. Ne? Das ist Partikelfilter sind einfach totaler Schwachsinn. Da hat sich auch einer gedacht, komm, lass uns den Leuten mal so richtig auf den Sack gehen. Differenzdrucksensoren ohne Ende. Hier ist das Ding, was der Normale abgenagt hat. Ja. Gehen wir mal noch von einem Pyrometer aus. Temperatur nach. Dem Kollegen hier. Wir haben einmal eine Eingangsmessung. Hier. Temperatur nach Turbolader. Ne? Und einmal Temperatur nach Partikelfilter. Und die ist raus. So, und wenn die raus ist, kann sich jeder selber ausdenken, dass da nicht mehr alles gerade läuft. Der lief ja. Als er bei mir weggegangen ist, lief der. Und dann auf einmal nicht mehr. Ja, wollen wir uns nicht mal unterhalten drüber, ne? Wer das war. Aber der hat auch überall reingebissen, ne? Der Blödmann. Hier unten auch. Überall. Überall schön kleine Bissspuren. Was ein Sack. Tja. Dann wollen wir mal gucken. Partikelfilter ist immer noch draußen. Wollen wir mal gucken, wie er räuchert, wenn ich das draußen lasse. Das Ding. Man kann den Zustand vom Motor halt sehr schlecht beurteilen, wenn ein Partikelfilter drin ist. Und wie die Verbrennung stattfindet, der schluckt einfach alles weg, ne? Das ist das Problem. Würde jetzt übermäßig viel Rauch rauskommen, wüsste man, oho, blöd, zu viel Diesel drin. Deswegen starte ich den jetzt mal ohne Partikelfilter. Der Hahn geht definitiv nach, falls ihr den jetzt gehört habt. Wir haben Mittag. Ja, ja, ist nachvollziehbar, ne? Das, der Partikelfilter schluckt alles weg, bis er verstopft ist. Und es lässt sich nicht diagnostizieren, wie er verbrennt. Das ist das Problem. Das ist das große Problem an der Sache. Kann ja sein, dass er riesige Rauchschwaden rausknallt. Wir sehen es nur nicht. So, und jetzt starten wir den mal ohne. Ja.
Aber wenn man immer noch ziemlich beeindruckend hört, hat er Probleme mit dem Leerlauf. Ich gebe jetzt übrigens beim kalten Motor kein Vollgas, das war nur so viel, ne? Mal gucken, ne? Ja, da ist er. Datenstrom. Keine Fehlercodes. Ja, ohne Partikelfilter bestehen wir die Abgasuntersuchung übrigens auch, wie man hier sieht. Nee, da muss ich jetzt noch mal mein... Ah, ist noch an. Zu Deutsch, wir haben Internet. Ah, das ist gut. Das ist übrigens eine Erinnerung, dass man diesen Dongle da wieder rauszieht, ne? Aktualisierung, mal eben gucken, VW. Volkswagen. Ha. Lade ich mir mal eben runter. Wie gesagt, ich habe auf dem Mobiltelefon Unlimited Internet. Das ist natürlich wahnsinnig praktisch bei sowas. Das geht dann auch recht schnell, sich da so ein Ding runterzuziehen, ne? Jetzt läuft er auch ruhig. Am Anfang hat man gemerkt, dass er noch diese Aussätze hatte. Kann ja eigentlich nur ein Temperaturproblem sein. Ich dachte jetzt Ansaug Lufttemperatur, aber die scheint plausibel zu sein. Deswegen muss ich jetzt mal den Volkswagen internen Daten noch mal eben reingucken. Wenn er ein bisschen Temperatur hat, hört er auf mit diesem Geholper. Läuft aber immer noch nicht hundertprozentig sauber. Merkt ihr das? Man hört es jetzt auch besser ohne Partikelfilter. So, 76%, wir haben es gleich. Nochmal zu den Leuten, die sagten, man kommt in dieses ein oder andere Auto nicht rein. Ne? Nicht umsonst haben Werkstätten verschiedene Auslesegeräte. Ne? Ich habe damals ein Delphi gehabt, das hat 3000 Euro im Jahr oder sowas gekostet. Ich habe es verdrängt. War schweineteuer. Das kam auch nicht überall rein. Bei weitem nicht. Volkswagen, da ist er. Ja. Deswegen hat man ja verschiedene Auslesegeräte. Bei Peugeot etc. könnt ihr sowieso wieder von vorne anfangen. Renault teilweise auch. Japaner relativ offen. Motorelektronik. Okay, der Turbo zieht.
Jetzt fängt er auch an sauber zu laufen. Er stinkt auch nicht oder sowas in der Richtung. Qualmt nicht, stinkt nicht. Fehlermeldung, nix. Datenstrom. Von der Liste. Kühlmitteltemperatur ist ein guter Indikator. Motordrehzahl. Hab ich krumme Finger oder was? So. Abgasrückführung, Sollwert, Istwert. Ansauglufttemperatur wäre jetzt noch schön. Kraftstofftemperatur auch ganz wichtig. Ansauglufttemperatur. Rußgrenze hat er auch automatisch, also von daher kann er auch nicht rußen. Großartig. Luftmasse ist Wert. Ladedruck ist Wert. Sollwert Ladedruck. Jetzt sind diese Aussetzer überhaupt nicht mehr da. Hier klingt er total unsauber. Ihr seht die erste Einspritzdüse, Abweichung, Einspritzmenge. 038 Milligramm. Hier haben wir minus 0,40. Minus 21. Hier passt irgendwas nicht mit den Einspritzdüsen. Die höchste Vibration war da. Der ist nicht mehr im grünen Bereich. Der läuft gut. Der läuft sehr eigenartig. Der ist abgestürzt. Ja, entweder ist da Kasper-Diesel drin, dass er so komisch läuft, oder irgendwas stimmt mit den Injektoren nicht, Pumpe-Düse-Elemente. Die Dinger machen ja gerne mal Ärger. Bei dem dritten Zylinder bin ich mir irgendwie nicht so ganz sicher, ob der Kabelbaum nicht einen weg hat. Ja, oder der Injektor ist halt total in den Möhren. Was man machen kann, Dieselsystempflege, werde ich mal da reinkippen. Mal gucken, ob die sich ein bisschen fangen. Ja. Das bedeutet, Ventildeckel runter, Ansaugbrücke runter. Aber ich muss erstmal mit dem Besitzer sprechen. Wenn ich den erstmal so zum Laufen kriege, reicht ihm das wahrscheinlich. Partikelfilter baue ich morgen ein, ganz in Ruhe. Der muss trocknen, ich habe den mal durchgespült, beziehungsweise durchspülen lassen.
Ja. Ist ja auch noch so genug zu tun hier, ne? Ja. Feuerstelle gebaut, neu umrandet. Beziehungsweise eigentlich die Feuerstelle verlegt. Ja. Neue Axt gekauft. Ach, Beil meine ich. Ach Gott. Oh, 11 Euro. Aber ich glaube, damit müssen wir mal kurz in die Werkstatt gehen. Das ist nämlich so stumpf, da kannst du bis nach Moskau drauf reiten. Ja, irgendwie verkaufen die in letzter Zeit echt ungerne scharfe Geräte. Ich meine, das war eine für 11 Euro, ne? Also, die reicht hier. Das zum Beispiel reicht hier auch nicht. Das muss ich auch noch machen. Ja, das sieht schon besser aus. Das reicht. Ich suche ja dringend noch so ein Teil mit einem, in England bzw. in den USA sagt man eine Wire Wheel, ja, also mit so einer Stahlbürste. Suche ich so ein Ding. Ich finde in Deutschland allerdings auch nicht wirklich eins. Das Ding hier ist auf jeden Fall auch schon historisch, aber echt gut mit dem Schleifstein. Ist extra noch ein Getriebe dran. Finde ich gut. Vor allen Dingen, wenn man alles selber macht. Ne? Besser geht's nicht. Ja, die Befestigung ist ein bisschen mangelhaft. Ich befürchte ja, dass er zu groß ist. Ja, leider. Schade. Dieser eine hier drinnen, der reicht nicht so ganz, glaube ich. Weil der Griff wackelt doch ein bisschen. Vielleicht noch mal ein bisschen nachschlagen. Echt drauf aufpassen. So ein Kopf wegfliegt, das ist nicht witzig. Ja, jammern auf hohem Niveau, sag ich mal. Na, jetzt geht's. Ja, wollen wir mal gucken, was der Gerät kann. Ja, schon besser. Reicht mir vollkommen. Ja, die Beete sind dann auch in Arbeit. Die Dame des Hauses hat hier Küchenkräuter schon mal vorbereitet. Ja, wenn man sich so ein bisschen selbst versorgen möchte. Ja, hier hat sie auch vorbereitet. Habe ich Gott sei Dank nichts mit zu tun, das nervt. Das ist zu weit unten. Das sind übrigens Kartoffelsäcke, die testen wir jetzt mal. Ja, da wachsen Kartoffeln drin. Ja, und dann unten ist eine Klappe, da kann man sie dann rausholen. Ich finde es gut. Ja. Alte Reifen sind hier Beete. Ne? Das hier war Rosenkohl. Wie man sieht, war das letztes Jahr nicht so wahnsinnig toll, aber es sprießt.
Schon. Ja. Improvisierte Gewächshäuser. Kleine Hochbeete. Hier habe ich heute mal ein bisschen gemäht. Übrigens sehr zu empfehlen, dieser Rasenmäher. Ich habe den mal irgendwann für 79 Euro neu gekauft. Einhell. Dieser Rasenmäher ist der Hammer, ne? Unglaublich. Im Ernst. Der sieht aus wie nix, ne? Aber gut. Wir fangen zum Beispiel keinen Korb, das bringt hier nichts. Wir mulchen nur. Also wir schmeißen den Blödsinn hinten raus und dann ist gut. Ansonsten mit so einer Tankfüllung mache ich die komplette Wiese, wo die Autos stehen, ne? Zweimal. Der verbraucht so gut wie nichts, schafft richtig was weg und ist ordentlich leise, muss ich sagen. Und vor allen Dingen, ich muss das mal jetzt so festhalten hier, wenn das geht. Den brauchst du nur angucken, dann ist der an, ne? Ich sehe, wie manche an ihren Rasenmähern hängen, an dem Zugseil. Wahnsinn. Bin ich echt froh drum. Also hier für so kleine Sachen hier, unser Beet und so. Sagenhaft. Ich verlinke euch den mal, wenn ich den finden sollte. Der ist echt gut. Der kommt zerlegt, klar, ne? Hier. Der Griff ist zerlegt, ansonsten ist er in einem Karton. Für kleine Gärten und sowas alles in der Richtung. Wir benutzen den halt hier für hier den Durchgang und so. Ich habe da ein bisschen gemäht zum Kartoffelbeet, wo die Katze gerade versucht, Kartoffeln zu finden. Also der kommt auch ganz gut hier durch, muss ich sagen. Also der schmeißt ordentlich. Dann habe ich da vorne die ganze Fläche weggemäht bis zu dem weißen Ding da. Hier ist noch ein Beet, Rückseite Werkstatt. Und hier entsteht gerade ein Beet. Ja. Ja, und das ist halt das kaputte Dach. Mal schauen. Ich hole mir jetzt diese Form von Wellbahnen als Rollmaterial. War jetzt die ganze Zeit nicht lieferbar. Gott sei Dank haben sie es jetzt wieder. 4 Meter und dann erstmal das da drauf. Ja, die Fenster sind hier übrigens, das sind die alten Fenster vom Haus. Wenn es hier mal hagelt oder sowas in der Richtung, man merkt es ja doch, wenn irgendwas ankommt, dann wird das schräg davor gestellt, damit hier nichts erschlagen wird. Mal das Wetter kommt hier meistens aus Westen, das schlechte Wetter. Und dann sind die ganz gut zum Schutz. Da liegt noch eins. Das mal wieder aufstellen, wenn das Beet komplett fertig ist. Ja. Läuft. Ja. Was ich persönlich noch vorhabe, hier. Die Scheune war früher doppelt so breit. Hier liegen überall noch die alten Brocken von der alten Scheune drin, die da abgerissen haben. Sieht man auf Anhieb gar nicht. Ja. Den ganzen Krempel würde ich gerne verdichten. Sand drauf, nochmal verdichten. Es gibt ja Rüttelplatten, die können richtig tief. Und einige haben gesagt, so von wegen, nimm dir doch mal eine Bühne. Ja, wenn dann hier. Ne? Und eine 4-Säulen-Bühne. Weil Land Rover, ne? Den hebst du mit einer normalen Bühne, hebst du nicht nur einfach hoch. Die muss verdammt lange Arme haben. Ja, beim Amtsgericht Lüneburg gibt es dann eine kundige Richterin, die jetzt den Anwalt von besagten Fabia-Käufer mal gefragt hat, wo denn die Sachmängel sind an dem Auto. Ja, wenn Verschleißteile kaputt gehen, warum zum Teufel habe ich da was mit zu tun? Und wenn er 10 Kinder hat, und er hat 10 Kinder, und die Blagen hängen sich ans Fenster und ich beliefere ihm noch einen neuen Fensterheber mit Motor, wo dann das Problem liegt. Ja, finde ich gut. So. Und zum Abschluss nochmal
einen Blick in die Gegend. Was mir übrigens aufgefallen ist, in den Kommentaren, ihr helft euch gegenseitig. Das finde ich gut. Muss ich wirklich sagen. Wenn irgendwie mal eine Frage mir durchgerutscht ist oder sowas in der Richtung, da wird eigentlich ganz gut aufgefangen. Finde ich richtig gut. Ne? Das, ja. So soll es auch sein. Ne? Ich kann nicht alle Kommentare sehen. Das durchlesen, das funktioniert nicht. Dann mache ich den ganzen Tag nichts anderes mehr. Wenn ich abends wirklich Zeit habe und es nichts anliegt oder sowas in der Richtung, dann gucke ich mir die durch. Dann like ich auch durch und sowas alles in der Richtung. Also nicht denken, ich lese die gar nicht. Nee, irgendwann, das kann auch mal 3 Videos später sein, dass ich rückwirkend durchgucke. Ja. Facebook, ich glaube, das gebe ich wieder dran mit der Seite. Ich kriege Freundschaftsanfragen aus weiß der Teufel wo lang und keine Ahnung, wo die herkommen. Und boah, ich habe keine Ahnung. Zweimal wurde versucht, den Account zu hacken. Leute, da habe ich keinen Bock drauf. Nee, Facebook geht wieder weg, Instagram bleibt. Das ist halt so. Tut mir leid, aber ich habe da keinen Bock drauf. Da musst du drauf achten und hinter hängt da einer im Account drin und weiß der Teufel, was nicht noch alles. Das ist, ja. Die meisten kennen mich auf Instagram. Beziehungsweise wissen, wo ich auf Instagram zu finden bin, ist ja auch verlinkt. Und ja, ist mir ehrlich gesagt lieber. Ist auch übersichtlicher. Und das mit der Übernahme der Accounts passiert nicht so schnell. Okay. Dann würde ich sagen, ich wünsche euch einen angenehmen Start ins Wochenende. Wir sehen uns Sonntag wieder. Lasst euch nicht ärgern. Ja. Bis zum nächsten Mal.